Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Ayla Koch zu Hause. Heute haben wir zu Gast Peter Lauterbach aus dem Landhaus Gräfenthal. Hallo Peter, schön, dass du hier bist. Freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich habe schon viel von dir gehört, eine sehr, sehr interessante Laufbahn, die du hast. Ich werde, wenn wir kochen, du hast mit Sicherheit ein bisschen was zu tun, dann kann ich dich ein bisschen nebenbei fragen. Auf jeden Fall sehr interessante Sachen zu berichten. Was hast du heute vorbereitet für uns? Ich habe uns eine kurze Rippe mitgebracht, die Short Rib, die wird geschmort. Und dazu die ist mit Barbecue-Aromen lackiert und dazu eine Kartoffelmaultasche. Klingt recht bodenständig von den Aromen her, ist ein bisschen moderner interpretiert. Also hört sich auf jeden Fall gut an. Ich bin gespannt, gehe auch mit großem Appetit ran und freue mich auf jeden Fall auf das Produkt und alles zu sehen. Fangen wir an? Wunderbar, sehr gerne. So, ich habe hier die Short Ribs. Das ist ein Stück, das sitzt hier außen auf der Rippe drauf. Klasse, schönes marmoriertes Fleisch, schöner Fettgehalt, einen schönen Schmelz. Eignet sich perfekt zum Schmoren. Mein Lieblingsstück am Rind eigentlich. Die Spare Ribs mögen ja auch Schwein zum Beispiel sehr viele, aber das ist ein ganz, ganz tolles Stück. Das werde ich jetzt kurz anbraten, um das Fett hier oben drauf auszulassen. Und dann werden wir das in einer schönen Brühe weich schmoren. Boah. Hört sich gut an. Wunderbar. Dafür würzen wir es einfach nur mit Salz. Den Pfeffer nehme ich gerne erst hinterher, da so feines Pulver natürlich sehr schnell verbrennt. Und das ist das, was wir eigentlich gar nicht wollen, so zu krasse Röstaromen, mhm. Das was sehr viel Fehltöne hervorruft. Wir lassen das auch recht einfach von den Aromen her, weil uns der Fleischgeschmack eigentlich das Wichtigste ist, dass wir wirklich den Fokus auf die Produkte legen, die wir tatsächlich auf dem Teller haben und nicht irgendwelche ablenkenden Aromen. Ja. Und dafür braten wir das kurz an. So. Da braucht man eigentlich auch gar kein Fett dazu. Man kann gern ein bisschen was nehmen. Aber diese Fettschicht, wenn wir das schön langsam machen, die brät sich von allein aus eigentlich. In der Zeit, wo wir das machen, kann man schon mal das Gemüse ein bisschen präparieren. Wir nehmen dafür einfach ein paar Schalotten, rote Zwiebeln und ein bisschen Lauch. Einfach um diese schönen Zwiebelaromen, die hinterher den Umami geben, wenn die schön ausgekocht sind und das Fleisch schön unterstützen. Immer ein bisschen Auge drauf haben, dass es auch nicht zu sehr anröstet. Es wäre sehr schade drum ja, hinterher. Viele haben schon das Induktionskochfeld hier bei den Sendungen, die wir davor gemacht haben, immer unterschätzt. Ja. Wird sehr, sehr schnell heiß. Ich bin sehr skeptisch. Ich durfte schon auf vielen Herden kochen. Da kommt man meistens gut zurecht. Wie würdest du allgemein deine Küche, ich war leider noch nicht bei euch, ich werde es auf jeden Fall, wenn alles wieder offen hat, mal nachholen, weil ich habe wirklich nur Positives gehört. Wie würdest du deine Küche allgemein so ein bisschen beschreiben? Ich würde meine Küche als sehr, sehr regional beschreiben. Natürlich möchte ich nicht auf Aromen aus Asien und so verzichten. Die verstecke ich aber auch sehr gerne und erwähne die gar nicht. Einfach, weil sie so einen schönen, tiefgründigen, diesen berühmten Umami-Geschmack geben. Eigentlich das, was ich eigentlich will. Wir haben auch genauso mal einen Thai-Curry oder so auf der Karte. Einfach, weil ich das selber sehr gern esse, sehr liebe und macht mir auch großen Spaß zu kochen. Ich versuche, meine Produkte weitestgehend regional zu beziehen. Also die Saisonalität ist mir eigentlich das Wichtigste. Wir haben wirklich überhaupt keine Tomaten, keine Gurken. Wenn die unser Gärtner nicht hat, dann gibt es das bei uns nicht. Das ist was wir alle vergessen haben, diese Saisonalität, diese schönen Produkte. Das gibt es noch beim Spargel, das gibt es bei Waldpilzen. Aber selbst die sind ganzjährig irgendwie. Das ist wirklich richtig. Irgendwie verfügbar. Das ist mir sehr wichtig bei meiner Küche, auch ein bisschen den Leuten das wieder beizubringen. Das ist mir schon auch irgendwie wichtig, dass sie tatsächlich nicht einfach das ganze Jahr über Paprika und Gurken. Ich meine, die meisten kommen sowieso aus Gewächshäusern, da spielt es dann keine Rolle, aber das ist nicht das, was wir machen und für was wir stehen. Deswegen kaufen wir trotzdem auch mal Austern oder einen Hummer und schreiben auf die Karte. Das sind, sind Produkte, die ich sehr liebe, auf die möchte ich auch nicht verzichten. Aber meistens trotzdem mit fränkischen Aromen dann. Und das ist schön. Nee. Ihr habt, stimmt es, ihr habt sogar eure eigenen Hühner? Noch nicht, aber sehr bald, ja, ist gerade in Arbeit. Ja? Ja. Das war, ja, natürlich ist auch irgendwo mein Ziel. Ich habe sehr viel Kräuter und Gemüse, das ich selber anbaue. Und da ist es absolut mein Ziel, so viel wie möglich, früher oder später, aus eigener Produktion. Also vor allem diese, wie du sagst, das kam ein bisschen in, wurde vernachlässigt, diese
das Achten auf Nachhaltigkeit, woher kommen die Produkte, genau. Nicht mehr nur auf den Preis zu schauen. Ja. Aber ich denke, das hat sich die letzten Jahre allgemein auch durch die Biomärkte und wieder in die richtige Richtung entwickelt. Absolut, das Bewusstsein wächst in der Bevölkerung für Regionalität, für gute Produkte. Ich finde es sehr wichtig, ich finde auch, die Supermärkte sollten einen größeren Schritt darauf zugehen. Und diese Massentierhaltung ist eigentlich das Schlimmste. Dass man Produkte kauft, wo man weiß, dass es diesen Tieren schlecht ging, das kann eigentlich heutzutage keiner mehr verantworten in der heutigen Zeit. Ja, das ist korrekt. Und da wollen wir, genau da wollen wir natürlich ansetzen. So, wir haben da einfach schön ein bisschen Wurzelgemüse. Es ist einfach, um der Brühe, um den Fond für die Short Ribs einfach einen schönen Geschmack zu geben. So, die haben wir jetzt schön ausgelassen hier. Man kann das schön sehen, dass das Fett auch, ich habe komplett ohne Fett angebraten, das ist hier jetzt hier drin. Ich habe hier hinten schon mal mein Wasser stehen, das drehen wir mal ein bisschen auf. So. Und die legen wir einfach hier rein. Und dann kommt unser ganzes Gemüse dazu. Hier gibt es viele Wege, eigentlich diese kurze Rippe zu garen. Ich persönlich mache es eigentlich am liebsten im Öl, also konfiert, bei ganz niedriger Temperatur. Die Zeit haben wir hier natürlich nicht. In dem schönen Fond geht es natürlich genauso. Es wird natürlich, je niedriger die Temperatur ist, desto saftiger bleibt das Fleisch. Wir behalten eine schöne rosa Farbe, nicht dieses graue, durchgekochte. Für zu Hause hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, deswegen machen wir es heute mal. Nee, ist gut. Also wir kochen ja für die Leute zu Hause. Genau. Wir wollen auch, dass sie zu Hause nachkochen können. Genau. Dann nehmen wir da auch gut Salz. Ja, ist nicht sparsam. Ja, man darf da, ist so schade eigentlich, den Geschmack, den man da drin verliert, den kriegt man nie wieder zurück. Der ist weg. Und hinterher würzt man und würzt man, macht so viel Salz dazu und irgendwann wird salzig, aber dieser eigentliche Fleischgeschmack. Also man darf auch gern die Rippen schon einen Tag vorher marinieren. Das schadet denen überhaupt nichts. Dass die schön durchziehen, das ist eigentlich genau die Aromen, die wir haben wollen. Ja. Dann trinken wir mal schnell einen Schluck zwischendurch. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Wo hast du gelernt? Gelernt habe ich im Alpenhof in Bayerisch Zell. War seinerzeit ein 5-Sterne-Superior-Haus mit einer Sterne-Küche, die Alpenstube, mit Paul Ulchs. Ist im tiefsten Oberbayern, hinterm Schliersee, fast an der österreichischen Grenze. Tolle Gegend. Da warst du dann 3 Jahre? Genau, ja, 2,5 Jahre war ich dort. Und danach sehe ich, danach ging es relativ steil bei dir. Du hast bei Harald Wohlfahrt gekocht, in der Schwarzwaldstube? Genau, ja. Weil das, also jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, das ist mal wirklich eine Hausnummer. Absolut, ja. Ich denke, da hat man, das heißt immer, man lernt dort natürlich sehr viel, aber es ist auch eine relativ harte Schule, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist definitiv eine harte Schule, aber das, was man da lernt, ist, oder was ich dort vor allem lernen durfte, ist, das nimmt einem keiner mehr. Man kann das mit einem Studium vergleichen. Das kriegt man auch nicht nachgeschmissen. Dafür muss man auch lang büffeln und mehr wie 8 Stunden am Tag dafür da sein. Und das nimmt einem auch keiner mehr. Wenn man einen guten Studienabschluss hat, ist es genau wie da. Das Wissen, das nimmt einem keiner mehr. Und trotzdem sind sehr viele Freundschaften aus der Zeit entstanden. Das ist genauso schön, die bis heute anhalten. Ist auch schön. Also tolle Menschen, die ich dort kennenlernen durfte. Und natürlich in so einer Küche. Harald Wohlfahrt ist natürlich der wahrscheinlich. Nimmt dir keiner mehr weg, definitiv. Wie alt warst du da, wo du angefangen hast? Da bin ich mit 20 Jahren hingegangen, ja, und war dann für 3,5 Jahre dort. Also auch eine relativ lange Zeit. Die meisten bleiben dann doch nur 2 Jahre oder so. Ist ja auch das Schöne im Beruf, dass man oft die Stationen wechseln kann und ja, ein bisschen um die Welt kommt. Aber auf jeden Fall schön bin ich auch heute gerne noch. Die ist ja leider abgebrannt, aber wird wieder aufgebaut jetzt. Ja. Hier bereite ich ein paar Kartoffeln vor. Wie gesagt, wir machen eine Kartoffelmaultasche. Das kann ich mir gerade noch nichts drunter vorstellen, genau, aber ich werde es dann sehen. Im Endeffekt ist es eigentlich ein Gnocchi-Teig, wie viele Leute sicherlich auch zu Hause machen, oder Schupfnudeln, ist ja ziemlich das Gleiche.
Wir kochen die Kartoffeln und hinterher, wenn wir die mit Kartoffelstärke und Eigelb anmachen und daraus formen wir uns quasi unsere Maultaschen. Da reinkommt eine Frischkäsefüllung mit gehackten Kräutern, schön abgeschmeckt, leichte Schärfe und dann bauen wir das quasi hinterher wieder zu einer Kartoffel zusammen, sodass wir quasi so eine Fake-Kartoffel am Teller haben. Okay. Habe ich noch ein bisschen Gewürzmischung hier, die Kartoffelschalen, die röste ich an im Ofen und mix die hinterher, dass die, das wirklich dieses röstige Kartoffelaroma, wie man es von den Bratkartoffeln kennt, dass das wieder hinterher drauf kommt. Natürlich haben wir auch keinen Abfall dadurch, auch wieder schön. Schöne Gewürzmischung dazu, also tolle Aromen und wir haben hinterher eine Kartoffel, die aussieht, wie wenn sie gerade aus der Erde gezogen wurde. Okay, ja. Gut, bin gespannt. Und du weißt mit Sicherheit, weil du ein Experte auf Nachhaltigkeit, wo die Kartoffeln herkommen. Genau, wir, wie schon gesagt, wir nehmen unser Gemüse eigentlich zu 90% von heimischen Gärtnern. Natürlich haben die auch nicht alle Produkte, wie eine Artischocke zum Beispiel, die muss ich mir aus Frankreich bestellen. Und ansonsten nehme ich mein Gemüse wirklich nur von Gärtnern, die hier ansässig sind. Und was sie nicht haben, gibt es bei mir auch nicht. Und des Weiteren haben wir einen Lack. Also die kurze Rippe wird hinterher mit einem Lack lackiert. Mit Barbecue-Aromen, also das ist eine Gewürzmischung, Curry, Paprika, unsere gemahlenen Gewürze, Pfeffer. Und das werden wir mit Essig zusammen aufkochen und dann richtig schön anrösten, dass es wirklich richtig Röstaromen bekommt. Das dauert so 10 Minuten ungefähr und dann werden wir das mit Sojasauce aufgießen. Die Sojasauce werden wir nur wenig Hitze geben eigentlich, weil die auch leicht bitter wird, wenn die zu viel Hitze bekommt, also leicht köcheln lassen. Und am Ende gießen wir das mit Honig auf, dass wir wirklich auch alle Geschmacksrichtungen drin haben. Wir haben die Säure vom Essig, wir haben das Salz von der Sojasauce und dann wieder das Süße vom Honig mit dieser Kraft der Gewürze, dieser leichten Schärfe. Dadurch haben wir einfach so ein volles Aroma an dieser Short Rib hinterher dran. Das ist genau das, was passiert, das ist uns das Wichtigste. Man merkt auch, du hast sehr viel Freude dran, wenn du darüber sprichst und so gehört sich das natürlich auch, gell? Dass die gewisse Leidenschaft dabei ist. Absolut, das ist, finde ich, sehr wichtig, auch die Leidenschaft für die Produkte, dass wenn man einfach tolle Produkte hat, dass man die auch wirklich wertschätzt, dass man freut sich einfach, wenn man so ein tolles Produkt bekommt, dann steht man da wie mit Kinderaugen eigentlich, wenn man ein schönes, egal was es ist, wenn man so ein schönes Shortbread bekommt, dann freut man sich einfach. Wird sehr gut zu dem Werbeclaim von Ayla passen. We simply love what we do. Ja. Das ist sozusagen unser Claim. Ja. Und da ist auf jeden Fall was dran. Ja. Okay. Genau. So, bei den Kartoffeln ist es genauso wichtig wie bei der Short Rib. Den Geschmack, den wir hier verlieren, den kriegen wir nie wieder. Deswegen, auch bei Nudeln kann ich dazu sagen, immer richtig gut würzen. Der Geschmack, der hinterher im Wasser ist, der bleibt da drin und den kriegen wir nicht mehr hin. Und der Kartoffelgeschmack, den müssen wir durch dieses Salz da drin schützen. Okay. Und deswegen immer alles kräftig würzen. Lieber hinterher ein bisschen, es kommt noch Stärke und Ei dran, dadurch wird es ja wieder gestreckt. Lieber würzen wir hinterher nicht mehr so viel nach, aber wir haben den Kartoffelgeschmack, das, was wir wollen. Und nicht, wir wollen nicht, dass es nach Stärke oder nach Ei oder nach Salz schmeckt, sondern wir wollen Kartoffeln, deswegen machen wir sie. Und okay, die kostbare Knolle. Die kostbare Knolle, genau. Bekommt jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung durch die aktuelle Situation. Vielleicht, ja. Vielleicht wird ich denke, dass allgemein viel mehr wertgeschätzt wird im Laufe der Zeit jetzt, ja. Absolut, ja. Wie lange müsste das im Normalfall jetzt drin bleiben? Also, es ist ganz schwierig, sowas jetzt für unser Publikum zu sagen. Jedes Tier ist anders, jede Rasse ist anders, die Herkunft, das spielt alles so eine große Rolle. Ich kann jetzt nicht sagen, koch die Short Rib 2 Stunden und danach ist sie top. Das kann ich nicht sagen. Man muss das wirklich, das Produkt, man muss es anstechen, man muss es am besten anschneiden, probieren. Kann ich es zu lange drin lassen? Wenn ich jetzt sage, ich lasse es über Nacht 10, bei einer gewissen Temperatur, kann ich was falsch machen? Ja, also natürlich kann es zu weich werden, dass es uns zum Knochen fällt und zu mürb wird. Mhm. Das ist bei dem Stück recht schwierig, aber es kann passieren. Also, man sollte schon dabei sein. Ich gase eigentlich in Öl über Nacht bei 72 Grad 12 Stunden lang. Dadurch habe ich eben eine schöne rosa Farbe noch. Das ganze Fett, diese Flüssigkeit habe ich noch drin. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Wenn wir es kochen, ich empfehle trotzdem auch schön langsam zu kochen. Also jetzt nicht sprudeln zu kochen, sondern lieber so bei 90, 95 Grad
simmern lassen und dann kommen wir dem schon sehr ähnlich. Tolles Stück auf jeden Fall, ja. So, dann hätten wir den Barbecue-Lack. Da bin ich gespannt, wie der Barbecue-Lack jetzt funktioniert. Hier werde ich mal zuschauen. Also, wir haben hier eben unsere Gewürze. Ich habe hier gemahlenen Pfeffer, Paprikapulver, ganz normales, edelsüßes Paprikapulver, ein Curry, ein ganz normales, mildes Curry. Wir haben alles in allem durch die Reduktion hinterher genug Schärfe dran, also ist da sowieso leichte Schärfe dran. Kann man auch variieren, man kann auch ein Annapurna Curry oder ein kräftiges nehmen, je nachdem wie man das mag. Man kann noch Cayennepfeffer hinzufügen. Da ist auch, man kann den Lack genauso für ein Hühnchen machen und einfach den Curryanteil viel mehr erhöhen. Also auch ganz vielseitig einsetzbar eigentlich. Und hier habe ich gemahlene Gewürze, das ist Piment, Koriandersamen, Senfkörner und Wacholder. Kann man genauso, was man für Vorlieben hat, kann man alles, man kann Knoblauchpulver mit reinarbeiten. Und das gießen wir alles, oder schütten wir alles hier in den Topf und nehmen einen schönen Essig. Ich habe hier einen Weißweinessig, man kann Rotweinessig nehmen. Hier lohnt es sich nicht so sehr, einen teuren Essig zu nehmen, weil die Nuancen von zum Beispiel einem Balsamico-Essig, die würden hinterher in dem Lack nicht mehr rausschmeckbar sein. Und rösten das hier einfach schön an. Und da darf man auch ein bisschen über die Röstaromen hinausgehen. Also das ist, was heißt ein bisschen über die Röstaromen? Willst du es ein bisschen anbrennen oder wie verstehe ich das? Ja, man wird gleich sehen, dass da wie bei so einem Brandteig eigentlich eine Schicht am Boden entsteht. Und die dürfen wir auch gerne, man sieht es hier schon, dass es das hier ansetzt. Immer schön rühren, aber dass man wirklich aus diesen vielen Gewürzen den Geschmack komplett rausholen. Das ist schön, die Röstaromen immer dabei bleiben, immer rühren. Lieber die Hitze ein bisschen runterstellen und dafür schön, jetzt haben wir es, so, und dafür eine schöne Röstung geben. Und wenn wir das haben, habe ich hier einfach eine salzarme Sojasauce. Man kann auch eine salzige nehmen, aber in dem Fall bin ich lieber vorsichtig. Wir haben eben das Fleisch und wenn dann alles gut gewürzt ist, lieber würzt man das Fleisch noch mal ein bisschen nach, wie dass wir jetzt hier einen zu salzigen Lack haben und daran sparen müssen, das wäre auch schade. Ja. So, das vermischen wir schön und lassen es einfach so für 10 Minuten leicht simmern. Und das Ganze wird danach noch mit einem Honig aufgegossen, eben dass man die Süße hinterher einfängt. Natürlich fränkischer Honig ist wichtig hier, sehe ich gleich. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn wir so viele Produzenten hier haben, das von sonst woher zu holen. Das ist uns eben sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Bei der Sojasauce habe ich leider noch keinen regionalen Produzenten. Vielleicht finden wir hier gerade einen. Kann sich gern melden. Genau. Genau. Zum Nachkochen im Endeffekt würde ich sagen, ein Teil Essig, also nehmen wir mal 100 Gramm, zwei Teile Sojasauce, 200 Gramm und vier Teile Honig ungefähr. Dann hat man ein schönes, dann ist es schön ausgewogen von den Geschmäckern her. Dann haben wir schöne leichte Säure. Vor allem die Süße ist eigentlich das, was diesem Barbecue-Aroma eigentlich auch die Kraft verleiht hinterher. So, das lassen wir hier ganz leicht kochen und widmen uns der Füllung für unsere Kartoffelmaultaschen. Also es ist ein ganz normaler Frischkäse, können Sie überall herholen. Man kann auch, wer es mag, zum Beispiel mal einen Ziegenfrischkäse. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich natürlich für die breite Masse auch im Restaurant anbieten will, wenn ich da Ziegenfrischkäse reinmache. Oder ja, möglich alles. Cool. Genau, muss man ein bisschen aufpassen. Ich selber mag es
sehr gern. Wir nehmen einen ganz normalen Frischkäse und den schmecken wir schön ab. Also Salz ist eigentlich in diesem Fall das Wichtigste. Man kann das genauso jetzt hervorragend mit Bärlauch zum Beispiel, wenn man einfach einen Bärlauch mit Öl, Bärlauchpesto macht zum Beispiel, hervorragend da drin. Das kann man auch saisonal sehr gut anpassen. Oder im Winter, wenn man es drauf anlegt wie ich, dann kann man auch auf die frischen Kräuter verzichten und mit Paprikapulver oder mit Knoblauch. Also auch, es gibt sehr viele Varianten, diesen Frischkäse schön abzuschmecken. Und ich habe hier im Endeffekt ein bisschen Thymian, Petersilie und Schnittlauch. Die werden wir jetzt einfach schön fein hacken. In dem Fall natürlich aus eigenem Anbau. Gut. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn ihr wieder aufmacht. Ich freue mich echt mal zu euch zu kommen. Hab mir auch die Karte mal angesehen. Sehr schön. Schön. Gut. Ja, es ist natürlich auch, wir wollen natürlich den Gästen auch die Möglichkeit bieten, Produkte, gerade die häufig kommen, auch Produkte oder Geschmacksaromen aus aller Welt zu präsentieren. Aber der Fokus liegt natürlich sehr in Oberfranken, in der heimischen Küche. Das ist schon, wie man auch hier sehr gut erkennt, eigentlich an dem Gericht. Versteht nur leider noch nicht jeder, gell, was das Thema angeht. Man muss die Leute schon ein bisschen dran erinnern. Die Entwicklung war gut in den letzten Jahren. Genau. Aber ja, sieht nicht jeder als selbstverständlich. Viele sehen immer nur den Preis und ein Hühnchen für 1,99 kann jetzt nicht unbedingt von dem Bauernhof von nebenan sein. Es ist leider nicht möglich. Es ist leider sehr schade. Es ist natürlich klar, dass auch nicht jeder sich so tolle Produkte leisten kann. Aber ich glaube, wir müssen einfach, wenn wir alle dran arbeiten, dann wird das Angebot auch schnell geändert. Ja. Und dann schaffen wir es auch, heimische Produkte zu einem guten Preis. Muss natürlich immer, ich sage mal, es muss jeder glücklich sein. Also ich kaufe viel von Bauern direkt und es bringt mir nichts, wenn ich da einen guten Preis habe, aber der Bauer hat eigentlich keine Lust für mich, ein Schwein zu halten. Ja. Es müssen alle damit zufrieden sein und ich dann denke, dann fährt man am besten eigentlich. Ja. Und es schmeckt man auch hinterher an den Produkten. Ja. Ja, hier haben wir jetzt den schönen Kräuterfrischkäse. Wie gesagt, Aromen steht jedem völlig frei, was man da, in welche Richtung man geht. Den stellen wir mal auf Seite, bis unsere Kartoffeln fertig sind, damit wir dann eine schöne Füllung haben. Genau, wir haben das jetzt so gut 5 Minuten stehen lassen, dass die Sojasauce noch ein bisschen reduziert. Und jetzt gießen wir den Honig da drauf. Oh, da kommt ja einiges rein. Genau, also wie gesagt, 4 Teile Honig im Gegensatz zu den anderen Produkten. Und das lassen wir jetzt genauso schön langsam simmern, dass es noch ein bisschen dickflüssiger wird. Wenn ich ganz kurz fragen darf, wie alt bist du? 30 Jahre. 30? Ja. Dann bist du aber relativ jung, wenn ich so deine Laufbahn anschaue. Du hast ja trotzdem Australien, Peking, Schweiz. Gehen wir mal zur Schweiz. Hier habe ich gesehen, hier hast du einen relativ bei dem Rolf Flieg auf. Genau. Sehr schöne Geschichte. Also ein toller Koch auf jeden Fall. 2-Sterne-Koch. Vor allem die 2 Sterne, es war eins der wenigen, ich glaube, es gab 10, die überhaupt mal bei der Eröffnung 2 Sterne bekommen. Ja, das war allerdings dann in Zürich beim Herrn Heilemann. Okay. Da haben wir zur Eröffnung direkt 2 Sterne bekommen. Das war natürlich schon. Das ist schon ein Highlight. Da hast du auf jeden Fall mit Sicherheit einiges mitgenommen. Absolut, ja. Das ist auch wie ein Aufstieg. Ich vergleiche es mal gerne mit dem Fußball. Wenn man in die Bundesliga aufsteigt, dann ist natürlich, wenn man in der 2. durchmarschiert und gleich aufsteigt, das ist natürlich ein. Was war deine Position in der Küche, wenn ich sagen würde, wo waren so ein bisschen deine Stärken in den Bereichen? Stärken? Welche Bereiche? In welchen Bereichen warst du? Viele sind nur in der Patisserie. Ich habe wenig Stärken. Viele sind, ich sage jetzt mal, in den Kategorien gibt es ja immer so Saucier, Patisserie, genau. und sehr, sehr Fachbereiche. Immer. Ja, natürlich am Saucier fühle ich mich am wohlsten, mit dem Fleisch oder auch im Poissonier. Okay. Fisch ist absolut mein Lieblingsgebiet und das merkt man auch schnell, für was man sich selber am meisten interessiert, da liegt die Aufmerksamkeit. Das kennt man ja aus der Schule eigentlich. Die Fächer, die einem interessieren, sind meistens auch die stärksten. Ja. Beim Herrn Heilemann war ich dann Sous-Chef, also da habe ich keinen Posten mehr gekocht. Gut, top. Wir haben das zusammen quasi am Pass
zum Ende gebracht. Toll. Dass alles stimmt. Ja, aber tolle Zeit. Beim Herrn Flick auch wiederum war es auch sehr schön. Da waren wir im Sommer in Ascona am Lago Maggiore. Traumhaft im Tessin. Und im Winter sind wir nach St. Moritz umgezogen. Für 3 Monate. Also auch gibt es Schlimmeres, glaube ich. Nee, schön. So, unsere Kartoffeln sind jetzt soweit. Gern rausholen, gern probieren. Wie gesagt, wichtig ist der Garpunkt. Kannst du mal zeigen, einfach, dass wir die Kartoffel, die hat noch schöne Festigkeit, ist nicht ausgelaugt. Das ist genau das, was wir eigentlich vermeiden müssen, dass es zu sehr auslaugt. Vom Geschmack her und auch von der Konsistenz her. So. Die Kartoffeln gern kurz aushängen lassen, wenn sie mal ein bisschen zu weit gekocht sind. Kann man sie auch im Topf einfach nochmal zurückgeben. Einfach schauen, dass es nicht anbrennt, aber dass dieser Dampf, dass diese Flüssigkeit rausgeht, das ist eben essentiell eigentlich für Kartoffelteigmassen. Okay. Da warten wir einfach kurz, lassen die kurz schön ausdampfen. Legen uns in der Zeit eine Schüssel parat, dass wir die schön stampfen können gleich. Müssen es auch kurz auskühlen lassen im Endeffekt. Der Teig ist wichtig, dass wir den warm verarbeiten, weil er sonst sehr kleistert. Die Stärke in der Kartoffel kleistert dann so und klebt überall. Man kann es immer schön formen. Zu heiß darf es nicht sein, weil das Ei sonst direkt stockt und soll erst stocken, wenn es hinterher wieder gekocht wird. Okay. Kann es auch auf dem Blech. Man kann es auch nochmal in den Ofen schieben. Einfach den Ofen trockener Hitze nochmal schön ausdampfen lassen. Da gibt es auch genug Varianten. Wir haben in dem Fall genug Wasser. Wir können es auch nochmal das gleiche Wasser nochmal nutzen, um die Kartoffeln später zu kochen. Das hat einen schönen Salzgehalt jetzt. Man kann die Hände nehmen, man kann die durch die Kartoffelpresse jagen. Man kann für zu Hause, wer es nett hat, einfach eine Gabel nehmen oder einen Löffel. Ich mache es gerne mit Handschuhen und auch mal mit den Händen. Einfach. Ja. Waschen wir ja oft genug, gerade aktuell. Die stampfen wir einfach schön. Dadurch merkt man schon, was da für Dampf rauskommt. Diese ganze Flüssigkeit, die verdampft, die muss raus. Können wir uns gerne viel Zeit lassen dabei. So. Ich bin ein bisschen zu heiß. Ja, du nimmst das schon alles sehr genau, gell? Es ist sehr wichtig, ja, eben wie gesagt, wenn ich jetzt mein Ei dazugebe und es stockt sofort, dann habe ich da Rührei mit Kartoffeln, kann ich es auch weglassen. Ja. Im Endeffekt, es schmeckt dann natürlich nach diesem Eiweiß, das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen, dass das Eigelb hinterher die Masse schön zusammenhält. Und deswegen lassen wir es noch ganz kurz auskühlen, wir können schon mal würzen. Auch hier, man kann Salz, Pfeffer, Muskat nehmen. Ich persönlich nehme gern wenig Muskat bis gar nicht, weil ich, wie gesagt, den Eigengeschmack haben will. Ich möchte Kartoffel, ich möchte, dass es hinterher schön nach Kartoffel schmeckt und nicht nach irgendwelchen Gewürzen. Auch probieren. Vorher ist sehr wichtig, wie gesagt, wir haben es kräftig gewürzt, dass wir uns jetzt nicht verrennen, dass es zu salzig wird. Dann haben wir hier die Stärke. Das ist ganz normale Kartoffelstärke, wie man sie überall kriegt. Nochmal 2 Löffel dazu. Man kann dem auch noch Parmesan hinzufügen. Das passt jetzt wieder nicht in unser Geschmacksbild, aber es gibt wirklich Varianten genug. Man kann da frische Kräuter reinhauen. Wir wollen natürlich hinterher die Optik der Kartoffel, deswegen lassen wir das so plain, wie es geht eigentlich. Dann trennen wir unsere Eier. Ui. So am besten nicht. So, trennen unsere Eier. Auf die Menge machen wir mal 2 Eigelb. So. Und dann vermengen wir das richtig schön. Ich bin hier auch kein Freund von Rezepten, muss ich sagen. Natürlich habe ich das rezeptiert, aber man hat nie genau die gleichen Kartoffeln. Wie schon gesagt, die Sorte spielt eine große Rolle. Die Kochzeit, wie lange haben wir sie gekocht, wie groß haben wir sie geschnitten,
wie viel Flüssigkeit ist noch im Teig. Also im Endeffekt, man kann sich da an ein Rezept halten, aber es wird nie genau das Gleiche. Wenn man 10 Leuten das gleiche Rezept gibt, es wird immer anders. Deshalb muss man da einfach so ein bisschen, der Teig muss recht trocken sein eigentlich. Man merkt es schon, wenn man kann. Ich darf gerade nicht reinfassen, natürlich. Aber ich denke, da kommen viele Rückfragen, was das Thema allgemein angeht. Genau, also das Beste ist einfach 2-3 Mal machen sowas, bevor man Gäste einlädt. Die nächste Sache, was wir zusammen drehen, ist Kartoffelspezial. Jawohl. Weil dann kriegst du auf jeden Fall definitiv eine Show voll. Jawohl. Das machen wir aber dann im Herbst, dann können wir aus Vollen schöpfen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr im Herbst drehen. Jetzt gerade sind wir mit Kartoffeln natürlich sehr beschränkt. Da haben wir nur noch eben die letzten Lagerprodukte haben jetzt und warten sehnsüchtig auf die neue Ernte dann. Ja, man fühlt schon, wenn der Teig nicht mehr an den Fingern kleben bleibt, das ist ein gutes Zeichen im Endeffekt, wenn wir ihn schön formen können, wir können ihn rollen, das wäre jetzt auch zum Beispiel so, können wir Gnocchi abdrehen. Wir allerdings nehmen uns einen Teil davon raus. Und das kann man jetzt genauso auch schön mit dem Nudelholz ausrollen, schön akkurat machen. Allerdings, wir wollen ja eine Kartoffel und keine Kartoffel ist akkurat. Deswegen forme ich das jetzt einfach mal so mit den Händen. Also wir haben jetzt aus Kartoffeln, die haben wir gekocht, auseinandergelegt, aber wir formen jetzt wieder eine Kartoffel. Genau. Okay. Eine, die hoffentlich besser schmeckt wie das Original. Okay. So, und dann nehmen wir unseren Kräuterfrischkäse. Kann man auch gerne einen Spritzsack nehmen oder wie man am besten zurechtkommt. Wir machen hier unsere Füllung. Und nehmen die Kartoffel wieder und packen das einfach wie einen Ravioli oder wie ein Kloß. Die Franken tun ein Kloß, keine Bröckerler, jetzt, sondern Frischkäse im Fall. Okay. Und wir rollen es auch nicht so rund wie unsere Klöß, sondern wir schauen, dass wir das relativ unperfekt. Wir wollen die Kartoffeloptik, ja? Genau, wir wollen eine Kartoffel. So. Auch hier wiederum sehr wichtig, der Salzgehalt im Wasser. Man darf auch beim Nudelkochen, man darf das Gefühl haben, dass es ein bisschen zu salzig ist, wenn man das so trinken müsste. Ja? Es darf wirklich ein bisschen drüber sein. Das ist ganz wichtig, auch jetzt laugt uns die Kartoffel wieder aus hinterher. Deswegen, wir nehmen leicht kochendes Wasser. Es ist wichtig, dass es von Anfang an kocht, weil sich sonst eigentlich alles auflöst. Also dass es auch gleich stockt. So, man kann auch noch mit dem Messer rücken oder so, einfach so ein bisschen unperfekt machen. Da wollen wir hin. Ich drehe jetzt hier noch ein bisschen auf. Und die lassen wir jetzt so für 4-5 Minuten langsam köcheln, dass sie wirklich auch der ganze Teig fest ist. Wenn wir drinnen so eine rohe Kartoffelmasse haben, das ist nicht mehr schön zu essen dann. Das soll durchgehend schön fest sein. Indes stellen wir uns schon mal eine Pfanne auf. Unseren Lack kann man jetzt auf Seite ziehen. Der hat lang genug gekocht und man sieht es an der Konsistenz, dass der richtig schön sämig ist, dass wir den hinterher schön auf unser Fleisch pinseln können. Auch hier, wir haben die Pfanne, wir haben das Fett von der kurzen Rippe vorhin ausgelassen. Das hat keine zu großen Röstaromen. Wenn wir jetzt unsere Kartoffelmahltasche wieder darin anbraten, haben wir den Geschmack, wir haben nichts, was verfälscht. Mhm. Öl, Fett nimmt immer Geschmack. Und wir nehmen wirklich das Fett vom Rind und braten daran wieder ganz vorsichtig unsere Maultasche später an. Jetzt, wenn es mal gekocht hat, stellen wir es ein bisschen zurück. Das ist auch wieder so bei knapp unter 100 Grad eigentlich mehr simmert wie kocht. Wichtig ist, dass es am Anfang einmal schön stockt, zusammenhält. Die kurze Rippe natürlich auch immer mal wieder kontrollieren. Wie gesagt, es sind immer unterschiedliche Rinder, es sind andere Rassen, es sind eine andere Herkunft. Es ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht auf Rezepte verlassen, immer mal wieder anstechen einfach. Wissen wir, wo das Rind herkommt? Das ist ein bayerisches Rind, ja, genau. Man merkt es gut am Messer, für einen Laien ist am besten
rausholen, anschneiden, probieren, draufbeißen. Wenn es zart ist, ist gut. Man weiß ja selber, wie man es am liebsten mag, aber dieser Widerstand, dieses drauf, man darf hinterher nicht drauf rumkauen. Das Kollagen muss komplett in Gelatine umgewandelt sein, das muss weich sein. Wenn man da einfach 3 Sekunden braucht, bis man das gekaut hat, dann sind wir nicht da, wo wir hinwollen. Man sieht schön, dass jetzt die Sehnen hier unten das zusammengezogen haben. Also der Knochen, der vorher eigentlich versteckt war, der ist jetzt schön rausgekommen. Und dann kann man einfach so das Schwanzhalter da hinten einfach mal abschneiden. Und hervorragend. Also die ist schon wunderbar auf dem Punkt. Diese kurze Rippe kann man jetzt quasi, man kann die auch am Vortag garen und dann hinterher auf dem Grill schön langsam. Man kann die auch nochmal im Smoker hängen. Haben ja inzwischen auch viele Leute heim. Aber wir nehmen sie einfach, wie sie ist, setzen sie auf ein Blech und schieben sie einfach bei 180 Grad. Ich würde sagen, nochmal so eine Viertelstunde in den Ofen, dass sie schöne Röstaromen kriegt dann. Wie gesagt, ich nehme Rezepte nicht zu genau. Unsere Brühe, wo wir die gekocht haben, die kann man jetzt gerne noch ein bisschen reduzieren, aber das ist auch für den nächsten Tag ein wunderschöner Ansatz für einen Eintopf oder so. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Brühe, die müssen wir nicht wegschmeißen. Die kann man gern weiterverwenden. Unsere Kartoffelmaultasche holen wir raus und lassen die auch ganz kurz abdampfen. Man sieht es, wie es weggeht. Wenn wir die gleich scharf anbraten, oder nicht unbedingt scharf, aber anbraten, das Wasser, das würde uns hinterher um die Ohren fliegen, das würde sehr viel Spritzer geben. Deswegen lassen wir die einfach kurz auskühlen, aber man sieht schon eigentlich, sieht einer geschälten Kartoffel im Moment sehr ähnlich. Ja? Sehr ähnlich, ja? Gut gelungen, ja. Wunderbar. Ganz vorsichtig. Einfach um nochmal den ganzen, man könnte es jetzt auch jetzt schon in den Gewürzen wälzen, aber wir wollen nochmal schöne Röstaromen, die nochmal eine Tiefgründigkeit für das Gericht geben hinterher, nochmal mit reinbringen. So. Wir nehmen noch frische Kräuter, diese geschmorte Rippe mit diesem kräftigen Barbecue-Lack. Ist immer schön, wenn die einen Kontrast hat, einen frischen Kontrast, ein bisschen Frische. Wir arbeiten mit relativ wenig Säure in dem Gericht. Und das machen wir alles über frische Kräuter, die Stiele, Abschnitte, immer alles in die Brühe. Das ist alles Geschmack, den wir gerne aufheben. Auch da sind alle Vorlieben erlaubt, was schön zu essen ist. Man kann da, ich nehme jetzt Petersilie und Schnittlauch, man kann Estragon nehmen, Kerbel, also da gibt es wirklich auch das ganze Kükenkräutersortiment, Basilikum. Kann man sich genauso austoben und seinen gedankenfreien Spielraum geben. Auch die Schnittlauchspitzen, bevor wir uns in die Hand schneiden, kommen wir in den Topf. Bisschen mehr Hitze vertragen wir gerade noch. Und die Pfanne mal ein bisschen schief halten, da braucht man gar nicht so viel Öl. Man kann sie einfach ein bisschen in der Ecke mal ein bisschen heiß werden lassen. Habt ihr das Gericht bei euch auf der Karte? Ist aktuell nicht. Aktuell nicht. Also aktuell nicht heißt, was aktuell keine Karte gibt? Oder genau. Aktuell? Okay. Sobald wir dürfen, wird es genauso wieder auf der Karte sein. Ja. Einfach mal mit dieses Goldgelbe. Ja. Jawohl. So, unsere Kartoffelmaultasche ist fast fertig. Wir nehmen jetzt den Lack und wir pinseln schon mal unseren Short Rib, der jetzt natürlich schön heiß und angeröstet ist. Und fangen schon mal an zu lackieren. Das ist eben, dass wir diese schöne lackierte, glänzende Rippe hinterher kriegen. Dass wir da schon mal im Endeffekt grundieren, wenn man so will. Und dass die Gewürze schon mal schön einziehen. Und mit dieser ersten
Schicht schieben wir es jetzt nochmal so für 3 Minuten in den Ofen. Und in dieser Zeit können wir uns schon mal unseren Teller parat legen. So. Unsere Kartoffelmaultasche, die jetzt eigentlich eine schöne goldgelbe Farbe hier bekommen hat. Das ist genau die. Man merkt schon, man hört schon, dass sie auch recht knusprig geworden ist. Die holen wir raus, lassen sie kurz antropfen. Wenn das hier so ein bisschen, das merkt man hinterher nicht mehr, wenn die so klein. Da legen wir sie drauf. Genau. Und dann nehmen wir einfach diese Gewürzmischung, eben mit viel Kartoffelschale drin, viel Gewürzen drin. Ach, hier ist Kartoffelschale drin in der Gewürzmischung. Genau, wir haben da die Schale geröstet und hinterher gemixt. Also nicht richtig geröstet. Wichtig ist, ohne Fett rösten, weil es sonst sehr schnell ranzig wird. Dann würde unsere ganze Gewürzmischung nach altem Fett schmecken. Das wollen wir nicht. Also das wäre suboptimal. So richtig heiß trocknen eigentlich. Und darin wälzen wir die Kartoffel jetzt wieder. So. Und richten die hier schon mal an. Ja, die Kartoffel sieht ja eigentlich aus, wie wenn du sie mitgebracht hast. Wir haben trotzdem eine Stunde Arbeit im Bisschen. Ja, genau. Wir haben uns nur um den Geschmack Geschmack konzentriert. Okay, und die Füllung muss man auch. Die Füllung hat's ja genau, auch genau. Also die Optik soll auch beabsichtigt an eine dreckige Kartoffel erinnern. Zur Garnitur nehmen wir einfach einen Spritzbeutel und den übrigen Kräuterfrischkäse, den wir noch haben. Den füllen wir hier rein. Schneiden den unten ganz leicht auf. Und jetzt spritzen wir hier schöne kleine Tupfer außenrum. Schön unterschiedlicher Größe. Da man eine wilde Kartoffel haben, wollen wir da jetzt auch nicht zu akkurat arbeiten. Also das darf gern alles unterschiedlich groß sein. Einmal, dass wir da diesen Frischkäse noch ein bisschen ins Spiel bringen. Erinnert hinterher auch schön an eine Ofenkartoffel eigentlich. Das Geschmacksspiel. Dann habe ich noch ein paar frische Kräuter mitgebracht. Die sind, also sind komplett Wildkräuter. Ich habe hier zum Beispiel, wenn wir es mal hier auflegen, das ist Schafsgarbe hier, das ist Sauerampfer. Was für ein Ding? Schafsgarbe? Schafsgarbe, was genau. Was ist das? Wahrscheinlich kennt es jeder vom Zehen, eigentlich ein Unkraut. Hat schöne Bitterstoffe in sich, gerade die jungen Triebe. Wenn sie zu groß werden, dann werden sie auch zu bitter. Wir sind uns aber, wir können das essen. Wir können es auf jeden Fall essen. Gerade jetzt ist perfekte Zeit für Wildkräuter. Die sind alle, ich habe hier zum Beispiel Brennnessel, das sind ganz junge Brennnesseltriebe. Da brennt noch nichts, das ist noch nicht zu holzig, zu fest. Wunderschön zu essen. Dann habe ich hier Brunnenkresse, die wächst wild bei unserem Bach. Und ich habe noch wunderschöne blühende Vogelmiere hier. Auch die Vogelmiere. Hast du die Kräuter auch selber gesammelt? Die sind aus dem Garten wild, also tatsächlich auch nicht angepflanzt, sondern alle wild von der Wiese. Ja. Gut. Ja, genau. Tatsächlich gerade die beste Zeit dafür, auch wenn es noch recht kalt ist. Und die nehmen wir jetzt einfach, um diese Kartoffel wieder ein bisschen zurück auf ihren Acker zu bringen, wo ja auch überall Unkraut wächst. Und das ist auch schön, dass wir so verschiedene haben, wie den Sauerampfer, der nochmal schöne Säure bringt. Dann haben wir auf einem Löffel haben wir ein bisschen Säure, dann leichte Bitteraromen von dieser Schafsgarbe. Die schöne frische Brennnessel, ein ganz tolles Aroma, diese Brennnessel. Die Brunnenkresse, die schon vom Geschmack eigentlich an eine Gartenkresse erinnert. Schöne, leichte, herbe Aromen, aber ganz toll. Und da haben wir so viele schöne Wildkräuter eigentlich. Hier habe ich noch Labkraut, das ist verwandt mit den Kletten, die man immer an den Schuhen hängen hat, wenn man über die Wiese geht. Ganz toll, gerade so frisch zu essen. Da haben wir ganz tolle Kräuter eigentlich vor der Haustür. Ich will mir gerade nicht bildlich vorstellen, wie du hier die Kräuter ansammelst mit deinem kleinen Körbchen. So, dann hätten wir unsere Beilage fertig auf dem Teller und widmen uns wieder der Rippe. Die hat jetzt richtig schön diesen
Lack. Man sieht, wie trocken das ist, richtig schön eingesogen. Und jetzt lackieren wir sie nochmal. Und wie gesagt, das ist ein schönes Grillgericht. Wir brauchen dazu keine Soße. Wir haben den warmen, heißen Frischkäse in der Füllung, der gleich rausläuft. Und dieses saftige, fette Stück Fleisch, da braucht man keine Soße dazu mit diesem weichen Lack außenrum. Ganz tolles Produkt. Eben, wie gesagt, geeignet zum Grillen. Da braucht man eigentlich überhaupt nichts weiter dazu. Und jetzt nehmen wir unsere gehackten Kräuter, streuen die einfach hier oben drauf. Und nehmen unsere Short Rib und setzen sie hier schön daneben. Und fertig ist unsere Short Rib mit Barbecue-Aromen und einer Kartoffelmaultasche. Wow, schön. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben viel gelernt. Habe ja noch nicht so viel Erfahrung im Bereich Kochvideos, aber bei dir hat man auf jeden Fall gemerkt, Mensch, du lebst völlig dafür, bist da wirklich voll in deinem Element. Schön. Sehr schön, dir zuzuhören. Auch so was diese Back to the Basics einfach, dieses Verständnis zu der Nachhaltigkeit, zu diesen schönen Sachen von den Einfachen. Wichtiges Thema. Ja. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es gefallen. Sie wissen alle Infos unter unserem Facebook-Channel, Instagram-Account, www.aila-tastingcenter.de in der Mediathek, immer Hashtag Bayreuth Koch zusammen. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, also sollte das ganze Thema weitergehen, bist du immer wieder herzlich willkommen. Wunderbar, komme ich gerne wieder. Ich hoffe, danke. Es dauert nicht mehr zu lange. Tschüss.